7000 Kilometer beträgt die Distanz von der Schweiz nach Indien. Das größte demokratische Land der Welt, 82 Mal größer als die Schweiz mit 630 Millionen Einwohnern. Die Hauptstadt Indiens ist Delhi mit 3,6 Millionen Einwohnern. Der Birla-Tempel in Neu-Delhi. Das 6 Meter lange Wickelgewand der Frauen, die Saris, wird kunstvoll um Oberleibchen und Unterkleid gewunden. Vom Parlament aus überblickt man die sogenannte Champs-Élysées von Neu-Delhi. Das Parlament bestehend aus dem Unterhaus und Oberhaus. Das Grab des Humayun, die Grabstätte des Großmoguls aus dem 15. Jahrhundert. Auch hier wurde roter Sandstein und weißer Marmor verwendet. In unmittelbarer Nähe stehen unzählige weitere Tempel und Paläste. In ganz Indien sind die Kühe heilig, die alle einem Besitzer gehören, die den ganzen Tag frei herumlaufen und abends von sich aus zu ihrem Besitzer zurückkehren. Der vollkommenste Turm der Welt, das aus dem 13. Jahrhundert 70 Meter hohe Minarett des Aut Minar, genannt der Eiserne Turm.
das Ehrenmal für den großen indischen Führer im Unabhängigkeitskampf Mahatma Gandhi, den großen Versöhner, den Vater der Nation genannt, der im Januar 1948 von einem fanatischen Hindu ermordet wurde. Seine Asche wurde, wie bei den Hindu üblich, in den Fluss gestreut. Die Freitagsmoschee, aus rotem Sandstein und Marmor erbaut, ist flächenmäßig das größte islamische Gotteshaus. Auch Einheimische hören andächtig unserem Stadtreiseführer zu. Ob die etwas verstehen? Einen interessanten Ausblick von der Freitagsmoschee auf das bunte Leben und Treiben der Händler und Passanten. Das Rote Fort, die Festungs- und Palastanlagen, wegen des verwendeten roten Sandsteins so genannt, wurde um 1640 vom Mongolkaiser gebaut. Hier stand der Pfauenthron, der im 17. Jahrhundert mit seinem ganzen Reichtum geraubt und nach Persien gebracht wurde. Tempel und Moscheen werden ohne Schuhe betreten. Wir besuchen eine Gold- und Silberstickerei. Eine kunstvolle Schnitzerei in Elfenbein. Eine indische Braut an ihrem Hochzeitstag, umgeben von den Brautjungfern.
Oyo Wange, San Yufu Sabari Ma. Oyo Wange, Ramu Fu Sabari Ma. Oyo Wange, Umani Seri Ma. Oyo Wange. Der einfache Mann in Stadt und Land trägt seinen traditionellen Lendenschurz. Um den Kopf schlingt er eine Art Turban. Hier wird noch nach altem System Wasser geschöpft, um das Land zu bewässern. Amber, das nahezu 6 Jahrhunderte lang Hauptstadt des Rajputenreiches war. Auf geschmückten Elefanten reitet man hinauf zur Palastfestung, erbaut im schönen Mongolstil, sowie zu gut erhaltenen Tempeln. Die Mongolen waren Moslems. Frauen und Mädchen bemalen ihre Stirne mit einem Punkt. Dies ist kein Kastenzeichen, sondern ein Segenszeichen, ein Glückszeichen sowie ein modischer Brauch. Die ganze Marmorfläche ist durch eingelegte Blumen, Blätter und Ornamente ebenfalls in Marmor bearbeitet.
Hier begegnet man Sadhus, heilige Männer. Das Wasserschloss von Jaipur. Das islamisch beeinflusste Jaipur mit seinen rötlich bemalten und verzierten Stadtmauern, Toren und Häusern ist die Hauptstadt des Staates Rajasthan. Noch heute scheint die Macht und der Reichtum der Maharajas über der Stadt zu schweben. Der Palast der Winde besteht nur aus einer Fassade mit kleinen Balkons und Erkern, damit früher die Frauen ohne Schleier die Straße beobachten konnten. Der Stadtpalast, den der letzte regierende Maharaja in ein Museum umwandelte. Hier beobachten wir das bunte Treiben in den Bazarstraßen der Altstadt, wo sich das Leben und Treiben der Händler abwickelt. Thank you.
Pressen von Zuckerrohr zu Saft. Begegnung mit einer indischen Zigeunersippe. Kuhmistfladen werden an der Sonne getrocknet, zu schönen Häuschen aufgeschichtet und als Brennmaterial gebraucht. 60 Kilometer von Agra ist eines der schönsten Vogelschutzgebiete Asiens. Fatehpur Sikri, wohin Akbar seine Residenz im Jahr 1569 verlegte. Die Besonderheit des Ortes liegt darin, dass die Stadt wegen Wassermangels verlassen wurde und auf diese Weise eine weder von Feindeshand noch durch Erdbeben zerstörte, gänzlich leere Mongolstadt zurückblieb. Der Haupteingang des Grabmals von Idimat ud-Daula. Die gesamte Außenfläche ist mit Marmor verkleidet und weist durch das Einlegen von Halbedelsteinen ornamentale Muster auf. Die Tochter des Finanzministers Idimat ud-Daula baute für ihre Eltern dieses Mausoleum. Von den Türmen bietet sich ein schöner Ausblick auf die am anderen Ufer gelegene Stadt Agra. Das Fort von Agra, eine der größten Festungsanlagen der Welt. Die riesigen Schutzmauern umschlossen zur Mongolzeit fast 500 Gebäude. Thank you.
Man betritt das Taj Mahal durch das 30 Meter hohe mächtige Eingangsportal. Das großartigste Bauwerk Asiens, das Taj Mahal. Worte sind zu schwach, den überwältigenden Eindruck zu schildern, den eine erstmalige Begegnung mit dem Taj auslöst. Der vollendete Gleichklang des Mausoleums mit dem kleinsten architektonischen Detail, das makellose Weiß edlen Marmors, die völlige Harmonie von Natur und Kunstwerk. Der Bau wurde 1630 von Sahasjahan begonnen, alles bisher Dagewesene zu übertreffen, um seiner geliebten Gattin eine würdige Grabstätte zu schaffen. Während 22 Jahren dauerten die Bauarbeiten. 20.000 Arbeiter wurden eingesetzt und der Staat war nach diesem Bau des Mausoleums bankrott. Selbst das kleinste Stück Marmorfläche ist durch eingelegte Halbedelsteine, Koraninschriften, Blumen und Rankenreliefs bearbeitet. Tote Kinder werden nicht verbrannt, sondern in Tücher eingewickelt und in der Mitte des heiligen Flusses Ganges versenkt. Gegen Abend geht es noch einmal zum Taj Mahal, um den Sonnenuntergang zu genießen. Khajuraho, dem einstigen Sitz der Chandela-Könige vom 9. bis 13. Jahrhundert mit seinen einzigartigen Tempelanlagen, von denen nur etwa 30 erhalten blieben. Die Tempel demonstrieren mit ihren Skulpturen und Steinfriesen, die vor allem erotische und mystische Motive darstellen, den Reichtum und die Fantasie der hinduistischen Kunst. Ist eine Fahne auf dem Dach der Moschee, bedeutet dies, dass der Tempel noch im Betrieb ist,
sonst ist es ein toter Tempel und darf ohne weiteres auch mit Schuhen betreten werden. Blumen werden gepflückt und den Göttern dargebracht. Die Speisen werden gesegnet, bevor sie gegessen werden. Varanasi, die heilige Stadt der Hindus mit 650.000 Einwohnern und mit über 1500 Tempeln. Das lebendige Bild einer typischen indischen Großstadt. Der Viswanath-Tempel, dem Hauptheiligtum von Varanasi. Er ist in ein Gewirr enger Gässchen so eingezwängt, dass man einen Hausbalkon besteigen muss, um einen Gesamteindruck zu bekommen. Die Stadt Varanasi ist durch und durch von der Religion des Hinduismus geprägt. Für den fremden Besucher hat das ameisenhafte Treiben der Menschenmassen, die sich vom frühen Morgen bis zum späten Abend auf den Treppen am Ufer des Ganges
und im Labyrinth der engen, verwinkelten Gassen der Altstadt drängen, etwas Faszinierendes. Im Areal der 1916 gebauten Universität liegt dieser gewaltige Hindu-Tempel. Der Sankat-Tempel, den zahlreiche heilige Affen bevölkern und der deswegen auch Affentempel genannt wird. Indien, man meint auf einer anderen Welt zu sein. Nur der Mond ist der gleiche. Als Zeichen des Ehestandes tragen die Frauen einen roten Strich im Haarscheitel. Bei Sonnenaufgang sieht man Scharen von Gläubigen, Männer und Frauen an den Treppen mit dem Gesicht zur aufgehenden Sonne, in den Händen den Lota, ein Gefäß zum Wasserschöpfen. Sie lassen das Wasser über den Kopf träufeln, schlürfen und speien es aus, falten und breiten die Hände aus und sprechen unaufhörlich ihre Gebete.
Tausende von Pilgern kommen einmal in ihrem Leben zum heiligen Ganges, um in den heiligen Wassern alles Sündhafte abzuspülen oder hier den Tod zu erwarten. Die Geier warten auf die toten heiligen Kühe, die in den Fluss geworfen werden.
In der Sonne blitzen die vergoldeten Tempeldächer am frühen Morgen. Rauchfahnen der Verbrennungsstätte sieht man schon von Weitem. Die Verstorbenen werden auf mit Girlanden geschmückten Tragbahren zum Scheiterhaufen gebracht und verbrannt. Ihre Asche wird sehnlichster Wunsch jedes Hindus in den heiligen Fluss Ganges gestreut. Wirklich, Indien ist eine ganz andere Welt und die Inder haben recht, wenn sie sagen, ihr Schweizer habt die Uhren, wir aber haben die Zeit.